Meine Damen und Herren, hier spricht Ograman und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Folge zum Taktik-Shooter World of Tanks. Nach dem Ende der offiziellen Version von Need for Speed World steige ich mal aus meinem getunten Lamborghini aus und in diesen sowjetischen leichten Panzer der Stufe 4 namens A20 ein. Dabei handelt es sich um einen Vorgängerprototypen des legendären T-34-Panzers, der einen entscheidenden Beitrag zum Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland leistete und der ebenfalls wie der T-34 auf dem sogenannten Christie-Laufwerk vom US-amerikanischen Erfinder, na wer hätte es gedacht, John Walter Christie basiert. Das erlaubt es, die Ketten vom Panzer abzunehmen, damit er auf seinen Rädern durch die Gegend rollen kann. So konnte der A20 an die 85 km pro Stunde auf Straßen erreichen, was in World of Tanks leider nicht möglich ist, aber mit 72 km/h hat er zumindest keine großen Abstriche, was die Geschwindigkeit angeht. Und ja, das ist für einen Panzer dieser Zeit schon ziemlich schnell, 72 km/h, nicht schlecht. Trotzdem ist es ein eher unbeliebter Panzer in World of Tanks. Ja, aber ich mag ihn. Fahren wir doch einfach mal ein paar Runden. Und schauen, ob ich das zurecht tue. Nach einem kurzen Schnitt geht's weiter. So, wir landen auf dem allseits bekannten Himmelsdorf, diesmal im Winter. So eine der ziemlich schlechtesten Karten für einen Aufklärer, wie ich ihn hier fahre. Fängt schon mal gut an, denn ich habe eben schon eine Aufnahme gemacht und da lief wirklich alles super. Hab mir einen Panzerass geholt, noch ein paar Auszeichnung, ich weiß gerade nicht welche, aber irgendwie ist das dann wieder nichts geworden mit der Aufnahme. Programm ist abgeschmiert. Naja, das Übliche. An die Erfolge werde ich jetzt, wo die Aufnahme läuft, natürlich wieder nicht anknüpfen werden können. Wie auch immer. Typisch, typisch. An die Leute, die kein Russisch können, und ich denke, das werden die meisten sein, die hier das Video anschauen. Der Schriftzug hier auf dem Panzer bedeutet schlicht und einfach vorwärts. Ich dachte, wird der Geschwindigkeit dieses Panzers ganz gerecht. Oh, und ich wurde aufgeklärt. Sollte doch eigentlich andersrum sein, wenn man Aufklärungspanzer fährt. Aber naja. Ich traue mich hier auf jeden Fall nicht vor. Das soll man ja nicht machen eigentlich. Campen, aber solange passive Scout noch drin ist, geht es schon. Nichts zu tun hier. Interessant finde ich auch, wie der Erfinder Christie sein Laufwerk an die UdSSR verkauft hat. Das war zu dieser Zeit 1930, glaube ich, war das verboten. Aber sowjetische Agenten sind irgendwie an die Baupläne an einem Panzer von Christie gekommen und der hat den daraufhin einfach mal zwei dieser Panzer per Schiff geschickt und zwar als Traktoren getarnt. Ach ja, wer denkt denn nicht an unseren lieben LOL-Traktor? Und nee, ich habe hier echt nichts zu suchen irgendwie. Naja, und anzumerken dazu. Oh, was sucht er hier? Das ist irgendwie unglücklich jetzt. Oh, wir haben ihn tatsächlich noch getötet. Und kurz daraufhin sind wir draufgegangen, aber so schlimm ist das ja nicht. Denn ich denke, das Gefecht werden wir gewinnen. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei den Traktoren. Bei den als Traktoren getarnten Panzern, die der gute Christie per Schiff hat verschicken lassen an die UdSSR, an die rote Gefahr. Naja. Dazu wollte ich noch sagen, dass der Verteidigungsminister der USA den Bau dieses Panzers, M1923 sein Name, übrigens vorher abgelehnt hat. Naja, und wenn man dann bedenkt,
was für ein erfolgreicher Panzer wie der T-34 draus geworden ist, ist das schon ein bisschen bitter. Ich habe hier übrigens die 37mm Automatik Maschinenkanone auf diesem Panzer. Die meisten fahren den A20 mit der 45mm Kanone, die zwar weniger Schaden macht, aber einfach bei so gut wie jedem Panzer durchkommt. Zumindest was Stufe 4 und 5 angeht. Ich habe da hier mit meinem Maschinenkanönchen so einige Probleme. Hab hier glatt vergessen, mal zu irgendjemand anderen rüberzuschalten, damit es zu langweilig wird. Eieiei. Der Churchill hat hier zu kämpfen mit dem T1 Heavy. Und er ist ein One-Shot, aber irgendwie... Doch, jetzt hat er ihn gekriegt. Naja, dafür gibt's ja noch unseren KV-1S. Der hier so schön rumsteht und nichts macht, während der Churchill draufgegangen ist. Wunderbar. Ach nee, das ist hier echt ein Trauerspiel. Das muss nicht sein. Mal schauen zu dem Kollegen. Ist es bei dem etwas spannender? Schaut so aus. Naja, Spannung bringt natürlich auch das Risiko mit sich, angezündet zu werden. Und als Lagerfeuer für die Siegesfeier des Gegners zu dienen, aber ich denke, die wird nicht stattfinden in diesem Gefecht, denn wie gesagt, mein Team ist am Gewinn, natürlich nur durch meine Präsenz, durch meine Aura, durch was denn sonst? So, bei wem ist hier noch was los? Bei dir nicht. Bei mir erst recht nicht. Bei dem immer noch dasselbe wie vorhin. Jetzt hat er sich endlich mal rausgewagt. Hat sich doch gelohnt. Wieso nicht früher? So, und unser M4 wird sich jetzt auf den Weg machen, auf dem beschwerlichen Weg hoch auf dem Hügel zur Festung Himmelsdorf, zur verschneiten Festung von Himmelsdorf. Jetzt passt das noch besser zu Schloss Neuschwanstein. Wie ich mal gesagt habe in irgendeinem Let's Play. In einem meiner drei bisher bestehenden. Na komm. Ist wohl doch nicht ganz so gelaufen wie geplant. Aber unser KV-1S wird ihm zur Hilfe kommen. Wunderbar. Jetzt lebt nur noch ein Churchill beim Gegner, aber ich denke, mein Team wird vorher die Basis einnehmen. Ja, genau. Das wird sie. So, da la. Naja, besser als gar nichts an Belohnung. Ich mache hier mal mein Gefecht auf, was ich gemeint hatte. Ja, ihr seht hier, ich habe zwei Gefechte gemacht, nicht nur eins. Aber das hier wollte ich, diese Niederlage hier wollte ich euch nicht zumuten. Da bin ich nämlich sehr schnell drauf gegangen. Ja, hier, von dem Gefecht sprach ich. Ist doch ein bisschen besser gelaufen. Naja, sei's drum. Gehen wir einfach in das nächste Gefecht. Diesmal mache ich mal keinen Schnitt und lasse die Wartezeit laufen. Vielleicht bringt mir das ja Glück. Ich weiß es nicht. So, wir landen auf dem Flugplatz.
Hoffentlich können wir hier unseren Gegner ein bisschen das Fliegen beibringen. Und zwar das in die Luft fliegen, meine Freunde. Naja, zumindest indirekt, indem wir die Gegner für unsere Freunde hier oder in Anführungszeichen Freunde im eigenen Team aufklären. Die Spielengine ist für den Arsch. Grabenritter. Ja, da kann man verschiedene Meinungen sein. Auf jeden Fall klären wir was auf und wenn das nicht klappt, können wir vielleicht doch selbst noch irgendwas abschießen. Hauen wir mal die Geschwindigkeitsbegrenzung rein, mit der der Panzer minimal schneller wird. Dürfen wir allerdings nicht zu lange verwenden, denn bei zu langem Gebrauch geht einfach der Motor kaputt und außerdem bringt mir das hier eh nicht viel, wenn ich so wie jetzt eben in irgendwelche Felswände fahre. Naja, ein typischer Fahrstil. Ihr kennt das ja schon. Und wundert euch nicht, wenn ich hier die ganze Zeit auf Premium-Munition schalte mit diesem Panzer. Das ist einfach nötig bei der geringen Durchschlagskraft, die er hat. Anders kommt man echt nicht weit. Aber das nehme ich in Kauf dafür, dass ich einfach so schön rumrattern kann. Und wem ich versuchte, jemand davon abzubringen und mich dazu bringen, die 45mm Kanone zu kaufen, wie es hier ein netter Kollege aus meinem Clan versucht, alles zwecklos. Ja, ich fahre hier ziemlich sinnfrei in der Gegend rum. Ich sollte mal was tun. Und das hier ist einer der wenigen Momente, wo wir tatsächlich bei einem schweren Panzer durchkommen. Das ist mit der Kanone auch mit Gold eine Seltenheit. Beziehungsweise Premium-Munition. Ja, genau. Mit einem Hitpoint bleibt er natürlich wieder da. Aber den nehmen wir uns zum Glück noch. Gerade noch so. Da ging er hin, der King Tiger im französischen BDR G1B. Ich wurde aufgeklärt. Das schmeckt mir nicht. Vielleicht von diesem Marder da? Lange wird er auf jeden Fall nicht mehr leben. Mit seinen 3 Hitpoints. Joa. Jetzt lebt nur noch eine Matilda, die zwar auf derselben Stufe ist wie ich, aber die ich lustigerweise nicht durchschlagen kann, im Gegensatz zum BDR, der ein schwerer Panzer ist, und kein mittlerer und auch noch eine Stufe höher als ich ist, aber naja, so ist das halt mit den Panzerungsunterschieden. Ich verstecke mich einfach und warte, bis das Grauen vorbei ist. Nun denn, ich hab zwar nicht so viel gemacht, aber immerhin haben wir einen schweren Panzer was auf die Mütze gegeben und sind dabei ins Minus gegangen. Naja, das ist ja meine Sache, liegt an der Premium-Munition. Dafür hat es mir Spaß gemacht, denn mit der normalen Munition wäre ich gar nicht durchgekommen. Und ich würde sagen, der fehlende Schnitt hat mir anscheinend echt etwas Glück gebracht. Gehen wir genauso über ins dritte und letzte Gefecht dieser Let's Play-Folge.
Und wir landen in Wadi irgendwo im Nahen Osten. Womit ich nicht die DDR meine, die ja nicht mehr existiert. Auch nicht das Staatsgebiet der ehemaligen DDR. Ja. Ich bezweifle auch, dass es hier Thüringer Rostbratwürste, Fischbrötchen und ähnliches gibt. Aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht gibt es ja importierte Waren. Auf zu den Sanddünen und schauen wir mal von Zeit zu Zeit ein bisschen drüber. Vielleicht können wir jemanden entdecken, der meinem Team schaden will. Oder mir. Wäre wieder klar. Alle gegen mich. Ich entdecke einen Stuk, ein T28, ein KV1S und ein M3Li. Diese bis jetzt nicht mich. Ist doch ganz nett. Jetzt wurde ich dort tatsächlich entdeckt. Ich schätze mal von diesen Jagdpanzern dort vor mir auf dem Hügel. Aber da schwinden sie auch schon dahin. Genauso wie mein T-34-Kollege hier. Seine Erinnerung wird nie vergehen. Oder so ähnlich. Oh, das macht mich ein bisschen nervös, dass da dieser German Ghetto-Schlumpf immer noch lebt. Ich habe da echt Angst, dass er rüberkommt und seine Schlumpf-Gang mir richtig derbe auf die Fresse haut. Weil ich seinen Panzer beleidigt habe, beziehungsweise die Ehre seines Panzers. Seines blau angemalten Panzers, wohlgemerkt. Und das ist ein bisschen blöd, was ich hier gerade mache. Ich weiß nicht, wieso ich mich in den Schussbereich dieser Panzerchen dort bewege. Aufgeklärt sind sie ja schon. Da muss ich das nicht noch unbedingt machen. Ja, mein Team ist am Verlieren. Ich wurde aufgeklärt. Und ja, der Schuss hat gesessen. Schnell weg hier, bevor noch was auf mich niederhagelt. Das war echt nicht nett. Mein Ende naht. Und es naht ziemlich schnell. Jetzt wird's riskant. Aber anscheinend hat uns dieser böse Kollege hier, der mir so viel, so stark zugesetzt hat, noch nicht entdeckt. Ich fahre mal zu meiner eigenen Basis zurück. Da ist es ein bisschen sicherer. Aber auch das nicht mehr lange, wie es ausschaut. Die Mathilda, mein Unglückspanzer, ist zumindest weg. Wenigstens etwas Positives. Mal schauen, ob ich hier wenigstens ein bisschen was ausrichten kann. Sieht nicht so aus. Oh, ich konnte tatsächlich ein bisschen Schaden machen. Und nicht schlecht. Unsere Artillerie und unsere Jagdpanzer arbeiten echt passabel, im Gegensatz zu mir. Oh, oh, oh. Meine übernatürlichen Sinne in Form
meiner übernatürlichen Kräfte in Form meines fünften Sinnes, sechsten Sinnes meine ich, wäre doch etwas komisch, wenn es der fünfte wäre, warnen mich davor, dass ich entdeckt wurde. Das passt mir nicht so ganz. Ich wittere eine Granate, die in meine Richtung fliegt. Oder fliegen könnte. In einer gar nicht so langen Zeitspanne, die noch vor mir liegt. Mal schauen, vielleicht können wir noch diesen gegnerischen T-67 überraschen, der sich gerade im Zweikampf mit unserem T-67 befindet. Und das haben wir tatsächlich, aber ich befürchte, das wird mir nicht viel weiterhelfen, so wie es gerade ausschaut. Der T-34 dort bewegt sich so böse in meine Richtung, das gefällt mir nicht. Aber zumindest lebt der Ghetto-Schlumpf nicht mehr. Das heißt, ich werde nicht mehr von blauen Lilliputanern verprügelt. Oh, M4. Der hat mich entdeckt und ich denke, es wird gleich zu Ende sein mit mir. Besonders, weil ich mich hier gerade in einer Sackgasse befinde. Das gefällt mir echt nicht. Na, Covenanter, können wir vielleicht hier noch einen Schuss verpassen? Nein, er hat uns einen Schuss verpasst. Und zwar einen ziemlich genauen. Eieiei, eine Niederlage zum Schluss. Im Streite gehe ich auseinander mit diesem Spiel. Kein gutes Omen, meine Freunde. Kein gutes Omen. Ich sehe schon eine Zugeinladung. Mein Clan ruft mich. Ja. Damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Wie immer hoffe ich, dass ihr nicht eingeschlafen seid beim Zuschauen. Außer ich habe Schlafstörungen. Dann gönne ich es euch natürlich. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Grau-Ograman, haut raus. Ich hoffe, diesmal klappt das mit der Aufnahme. Wenn nicht, werfe ich hier den Computer doch noch aus dem Fenster. Tschüss.